Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man Videotutorials erstellen kann. Wir wollen kostenlos bleiben, daher nehmen wir nicht ein Tool, das teuer ist, sondern mehrere kleine Tools, die alle kostenlos zu haben sind. Folgende Programme werden optimalerweise auf dem Rechner installiert. Zum ersten CamStudio. Die Software eignet sich zum Aufzeichnen von Bildschirminhalten. Die würden wir hier auch benutzen, wenn es nicht, sage ich jetzt mal, auf unserer Hardware zu Tonproblemen gekommen ist im Zusammenhang mit der Software. Deswegen nutzen wir sie nicht. Wir installieren sie aber trotzdem. Und was wir auch brauchen, das ist noch wichtiger, ist der CamStudio Codec 1.4 oder neuer, je nachdem wann Sie das Video sehen. Also wir brauchen auf jeden Fall den Codec und die Software ist auch gut. So, wir zeichnen hier auf mit Snagit, einer kostenpflichtigen Software von TechSmith, und derzeit aktuell ist die Version 9. Wir setzen allerdings noch die Version 8 ein, und die Version 7 gibt es auch überall kostenlos zu haben, zum Beispiel auf diversen Zeitungs-DVDs, so als Beilage. Da gibt es auch immer die alten Versionen von Snagit und von dem großen Bruder von Snagit, der nennt sich Camtasia. Also wir setzen hier Snagit ein, also wenn Sie die Version 7 irgendwo bekommen, zum Beispiel in der letzten CT, da lag auch eine DVD dabei und da war auch Snagit dabei, Version 7, reicht völlig für unseren Einsatz hier. Mit dieser Software zeichnen wir dann auf. So, als nächstes brauchen wir noch Virtual Dub für die Postproduktion sozusagen, um nachher die entsprechenden Teile, die wir aufgezeichnet haben, zusammenzuschneiden. Gibt es unter virtualdub.org, einfach bei Google danach suchen. Als nächstes brauchen wir Dr. DivX 2.0 OSS. Als drittes Pitachio. Das ist quasi ein Fenstermanager. Den haben wir oben immer im Systemtray drin. Da ist dieses Pi-Symbol im Systemtray. Und als letztes Zoomit von Microsoft, derzeit Version 2.2. Ist auch immer bei uns im System Tray, und Sie sehen ja gerade schon, dass ich es einsetze, ist dafür notwendig, um die entsprechenden Programme ranzuzoomen. Das Problem ist der aufzuzeichnende Bereich. Auf der einen Seite möchte man so viel wie möglich zeigen, aber bis vor kurzem war es üblich, dass zum Beispiel Videos auf YouTube und Co. auf 320x160 Pixel runtergerechnet wurden. Insoweit bringt es gar nichts, einen 1280x1024er Desktop komplett aufzuzeichnen. Jeder kann hier den Test machen, indem er einfach über die Drucktaste einen Screenshot erstellt und den mit einem Grafikprogramm entsprechend runtersized. Abgesehen davon gibt es auf dem Desktop auch jede Menge, das der User nicht unbedingt sehen muss. Zum Beispiel, wenn ich ein Feature von Firefox erkläre, muss der User nicht sehen, welche Programme ich sonst noch auf dem PC am Laufen habe. Wir haben daher die Auflösung von 800x600 quasi als den Best Buy auserkoren. Manchmal etwas zu klein, aber in der Regel kann man die Schrift so gerade noch lesen, und für das Wichtigste wird dann eh rangezoomt. Aber die 800x600er Auflösung hilft uns eben auch dabei, die Dateien am Ende klein zu halten. Fangen wir mit der eigentlichen Produktion an. Zoomit und Pitachio laufen bereits. Wir machen uns vorher mit Zoomit vertraut, sodass wir wissen quasi, welche Tastenkombination notwendig ist, um zu zoomen und zu anzoomen. Einfach ein Doppelklick, dann kriegen wir hier Steuerung 1 ist jetzt nötig, um rein zu zoomen, und Steuerung 2, um wieder raus zu zoomen. Mit Pitachio hier können wir jede Anwendung auf dem Rechner entsprechend resizen. Einfach auf den Fenstermanager, ist jetzt hier auch ein bisschen klein, aber ich kann jetzt zum Beispiel den Firefox hier nehmen und den eben auf, ich sage jetzt mal, 300x300 zu resizen. Und schon muss ich das nicht mehr von Hand erledigen. Natürlich werde ich niemals ein Fenster aufzeichnen, das wirklich nur 300x300 ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass die entsprechende Monitorauflösung auf dem eigenen Monitor größer ist als 800x600. Und deswegen resizen wir also das entsprechende Fenster, das wir aufzeichnen wollen, vorher
auf 800 mal 600. Das ist nämlich wichtig, dadurch, dass der Take oder beziehungsweise die Aufzeichnung nachher in mehreren einzelnen Schritten vollzogen wird, dass wir halt immer den komplett selben Umfang aufzeichnen. Wir können nicht einmal ein 800er Bild aufzeichnen und einmal ein 1200er Bild. Das passt dann nachher in der Postproduktion quasi nicht mehr zusammen. Deswegen resizen wir mit Pistachio alle Fenster eben auf dieselbe Größe und das ist halt bei uns 800 mal 600. Cam Studio und der Cam Studio Lossless Codec müssen auch vorher schon installiert sein. Als nächstes dann Snagit aufrufen. Da haben wir hier unten die Möglichkeit, unsere Profileinstellungen vorzunehmen. Input wird immer ein Fenster sein. Das erleichtert uns nachher die Aufnahme, denn wir kriegen dann nachher hier, kann man es hier ein bisschen besser sehen, wir kriegen nachher um das entsprechende Fenster, das wir aufzeichnen, so einen roten Rahmen angezeigt. So können wir das dann recht schnell entsprechend spezifizieren, was wir aufzeichnen wollen. Dann Output ist halt eben die entsprechende Datei. Klicken wir mal drauf. Hier ist wichtig, dass wir die Eigenschaften entsprechend vorgeben. Wir haben hier unter Videooptionen 5 Frames per Second. Das ist auch wichtig, weil zumindest irgendwo im Laufe der Produktion werden die Dateien, die Sie aufgenommen haben, mit eventuell Dateien von uns zusammengeschmolzen. Und unsere Dateien haben dieses Format von ungefähr 5 Frames per Second. Und wir können diese Dateien eben nicht zusammen, sage ich jetzt mal, verschmelzen, wenn das Material, was von Ihnen angeliefert wird, nicht die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt. Zum Beispiel das Semper-Video-Intro, was wir davor setzen. Wir können es nicht davor setzen, wenn es nicht quasi dasselbe Format ist. So, also 5,0 Frames, das bedeutet also 5 Bilder pro Sekunde. Dann einmal auf